Da hat sich wieder was gebildet. Ja, wir sind schon wieder da im Mittersiel auf 860 Meter. Und ganz plötzlich, es ist jetzt nach 19.30 Uhr, ich habe das heute schon abgeschrieben eigentlich, ich habe gedacht, da kommt nichts mehr. Und plötzlich entwickelt sich eine Zelle, die aber interessanterweise, normal sind die Zellen da irgendwo hinauf Richtung Kitzbühel und die Zelle kommt plötzlich hier runter. Sehr interessante Entwicklung. Ja, da werden wir mal schauen, was draus wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es zieht wirklich momentan aus der Richtung, da hinten donnert es und da gibt es auch schon ein bisschen Zucken, aber man sieht es noch nicht richtig, die Blitze, Wind legt auch ein bisschen zu, also es ist hier Energie, es wird praktisch die warme Luft hochgehoben. Ja, da ist schon gut ein Niederschlagskern zu sehen und hier an der Flanke, hier gibt es einen ziemlich starken Aufwindbereich. Da geht was, da wird was hochgerissen. Aber wo das dann jetzt genau hinzieht, mir kommt vor, als ob es sich ein bisschen wegverlagern würde, sehr schnell. Also in dem Bereich sieht man schöne Dynamik. Das ist wie gesagt Echtzeit jetzt, kein Zeitraffer. Und da merkt man ganz deutlich, dass hier der Aufwindbereich ist. Da in dem Bereich wird richtig schön die warme, feuchte Luft hochgerissen. Naja, sieht ganz so aus, als ob sich hier ein neues Zentrum bilden würde, da wo der Aufwindbereich ist. Das wäre schade, weil da hinten ist ein Berg und dann würde das da hinter dem Berg verschwinden bald. Aber Wetter ist nicht berechenbar. Naja, da kommt jetzt der fette Niederschlag hier hinten rein. Je näher der kommt, desto schneller wird die Struktur hier verschwinden. Sehr, sehr starke Dynamik in dem Bereich hier. Ja, mal sehen, was uns erwartet. Ich werde es euch nicht vorenthalten, auch wenn es vielleicht nicht so spannend heute ist. Man kann das nicht sagen. Geht alles sehr, sehr schnell. Aber hier ist enorme Dynamik drin. Ja, die Entwicklung geht jetzt eindeutig hinter dem Berg. Ja, da kommt ein massiver Niederschlagsvorhang, sehr massiv, auch möglicherweise wieder mit Hagel drinnen und ja, also der Niederschlag trifft uns wahrscheinlich, die Strukturen ziehen da Richtung Süden weg, aber der Niederschlag könnte sehr massiv sein. Ja. Sehr schwierig, weil wir zwei Situationen haben. Die eine Situation ist das, was nach Süden zieht, da wo es gehoben wird, die warme Luft. Und das andere, und da ist enorme Dynamik drinnen, man sieht da auch hier so grünlich-blau. Das ist unser Hausmanager. Ja, das ist der Aufwindbereich im Vorfeld. Ja, es muss hier weg, glaube ich. Naja, da sind schon so um die 50-60 km/h sind da die Böen schon drinnen. Naja, da hört man schon das Holz durch die Gegend fliegen. Cool! Ja, ja. So, ich bin jetzt reingegangen, da hat schon eine Leiter rumgeschmissen. Ja, wenn wir Glück haben, dann zieht das Ganze Richtung Süden hier weg. Die Struktur ist schon komplett verschwunden. Ich zeige euch das da kurz am Radar, da das Kreuz ist meine Position. Und ihr seht, der Hauptniederschlag mit Hagel zieht da nach Süden runter. Das ist die Seite von Meteopool, das ich euch da gerade zeige mit dem Niederschlagsradar, ja. Also wir kommen da gerade gut noch durch.
Und das Zentrum hat uns hier verschont. So, ich schaue jetzt da an der Rückseite auf der Terrasse raus. Man sieht, das Ganze ist da hinten. Da weht es auch den Regen rein. Leider sehe ich überhaupt keinen Blitz. Man sieht hier die großen Tropfen. Aber Gott sei Dank kein Hagel momentan. Das kann man auch gut sehen, runter dann nach Wittersil, wie das da über die Landschaft weht, der Regen. Ja, doch, ganz schöne Donner, aber ich sehe leider keine Blitze durch den starken Niederschlag. So, jetzt haben wir da wieder die Wetterseite, da kann ich nur durch die Scheibe filmen. Also ich sehe, das doch einiges an kräftigem Regen. Ja, jetzt beruhigt sie sich auch schon wieder. Ja, so knapp kann es sein. Vom Unwetter zu nur ein bisschen Regen. So, das ist auch jetzt noch eine schöne Abendstimmung. Da kommt die Sonne nochmal raus. Da hinten ist auch noch, ja, das sind alles so Zellen, aber halt alles minimal Regen. Aber die Hauptzelle ist jetzt dahin, der Regen hat schon wieder aufgehört, 3,8 Liter, also rund 4 Liter und das Ganze zieht, naja, nein, nicht einmal, da sehe ich nicht hin, da ganz nach Süden runter. Ja, das war's, diesmal keine Blitze, tut mir leid, aber es ist halt, wie es ist. Und da hinten sieht man schon den blauen Himmel wieder durchkommen. Bis zum nächsten Mal, pfiat euch.